Ich glaube, das würde die Muslime dann motivieren, wenn es an den, ans Portemonnaie geht. Ich glaube, dann wird sich auf einmal bewegt. Ach, wir müssen was tun. Wir müssen was dagegen tun. Wenn die Propaganda machen, wenn die ihre Werbung machen für ihre Sache, müssen wir Werbung machen für unsere Sache. Weil die Leute werden vergiftet. Die Leute werden vergiftet, denen wird gesagt, die Muslime sind so, die Muslime sind so, die Muslime sind böse, die sind gefährlich, die sind so, 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 bis die Menschen Angst haben. Bis die Menschen Angst haben, wenn die Angst haben, guck mal jetzt, hier, die Frau, der wird das Sozialhilfe weggenommen, weil sie Kopftuch trägt. Interessiert keinen. In Belgien wird Niqab verboten, naja, solange es nur Niqab ist. Achi, das ist nur der erste Schritt. Ach, die gucken, wie die Muslime reagieren. Wenn die Muslime nicht aufstehen, gehen wir weiter. Kopftuch wird in Frankreich verboten. Was machen die Muslime in Frankreich? Nix. Was denkst du denn? Was denkst du denn, was in Deutschland passiert, wenn es morgen heißt, Mädchen dürfen kein Kopftuch mehr in der Schule tragen? Was denkst du, was hier passiert? Was denkst du denn, was passiert? Hat einer eine Idee, was denkst du, was passiert? Gar nichts passiert. Ach, interessiert keinen Menschen. Da sagen alle, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Naja, dann ziehen wir eben das Kopftuch aus. Schatzi, wie heißt die Tochter, Fatima oder was auch immer, dann kannst du jetzt in die Stadt gehen. Wenn die jetzt schon kein Kopftuch tragen kann, dann kannst du dir ja dann so einen Minirock kaufen und so. Ja, wir können ja nichts machen, ist ja so. Doch, man kann was machen. Man kann was machen. Was kann man machen? Hat einer eine Idee? Nehmen wir mal an, morgen wird Kopftuch verboten in Deutschland. Hat einer eine Idee, was man machen kann? Ich habe eine Idee. Habt ihr die von mir gehört, die Idee? Ja. Nee, dann nicht. Ja, aber hast du nicht von mir gehört, die Idee? Okay. Auswandern ist sowieso eine gute Idee, aber ich meine jetzt unabhängig davon. Weil das hätten die ja auch gerne auf der anderen Seite, ne? Das hätten die ja auch gerne, ne? Wenn wir auf einmal alle die Fliege machen würden. Ne? Aber hast du aber nicht von mir die Idee, ne? Okay, erzähl. Ganz genau. Alle Frauen mit Kopftuch in die Schule gehen und dann sollen sie mal machen. Was wollen sie denn machen? Wollen sie alle Frauen von der Schule schmeißen oder was? Das Beste ist, dann kommt die mit der Polizei, wollen das Kopftuch raus, dann nehmen wir das alles auf Video. Und dann schicken wir dann in die arabischen Länder, kommt dann im Fernsehen dann Massendemonstrationen in den arabischen Ländern vor der deutschen Botschaft. Das kostet den Staat täglich 100.000 Euro, wenn die so viele Polizisten da hinschicken müssen. Ach, in einer Woche haben die keinen Bock mehr. Ja klar. Ach, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Aber dann werden die Muslime wieder sagen, ja, nein, guck mal, das können wir doch nicht machen. Doch, kann man wohl machen. Man muss manchmal auch einen Schritt weiter gehen. Siehst du mit Lenin? Die haben die Zeitung verboten, am nächsten Tag haben die Zeitung mit einem anderen Namen rausgebracht. Kommen wir nicht über den Hund, kommen wir über den Stetz, ne? Wie man so schön sagt. Können wir nicht über den Hund klettern, können wir über seinen Schwanz hinten drüber klettern, inshallah. Das ist der Punkt. Aber ich frage dich mal ganz ehrlich, es soll sich jeder fragen, wer hätte die Entschlossenheit, diesen Schritt zu gehen? Also ich meine, ich bin keine Frau, aber dass man so vorgeht. Also ich, 100%, ich würde Frau Merkel 100.000% dahinter stehen, das so weiterzumachen. Ist ja noch nicht verboten worden. Aber die sollen schon mal Bescheid wissen, was passiert. Aber ich weiß sowieso schon, wenn ich dann den Aufruf mache, alle Mädchen sollen mit Kopftuch kommen, dann wird dann wahrscheinlich der Zentralrat der Muslime kommen und wird dann sagen, also wir distanzieren uns von Pierre Vogel, wir sind dazu verpflichtet, uns den unmenschlichen Gesetzen, die jetzt neu eingeführt sind, zu beugen. Und in diesem Fall ist das Kopftuch auch keine Pflicht für die Muslimen. Und deswegen, wir sind ja alle Freunde, Friede, Freude, Eierkuchen. Verstehst du, Achi? Ja, glaub es mir. Da kann ich, Bruder, ich bin so neugierig, ich will so gerne wissen, was dann Bekir Albuga von der DITIB, das ist die Moschee, die immer so ein Atatürk-Bild im Büro hängen haben. Ja? Ich bin so neugierig, von dem, der den Islam in der Türkei niedergemetzelt hat. Ich bin so neugierig, was diese Leute dann sagen, sollte das Kopftuch verboten werden. Und wenn wir dann sagen, keinen Millimeter zurück. Ach, das ist eine Ordnungswidrigkeit, verstehst du? Ach, das ist doch nicht mal eine Straftat. Kannst du dir vorstellen?
Ach, die Linken, guck mal, die Linken, wie entschlossen die sind. Weißt du, die, guck mal in Köln, was die dort gemacht haben. Als damals dieser Anti-Islamisierungskongress war, da kommen 50.000 Kommunisten, Anarchisten und die setzen sich da auf die Straße, machen so, keiner kommt mehr da durch zu diesem Anti-Islamisierungskongress, wo die Gedanken vergiftet werden. Die machen so. Die Polizei kommt an, die Polizei will durch, dann fangen die an, alle zu schreien. Keiner kommt durch! Die lassen die Polizei noch nicht mal mehr durch. Guck mal, was will ich hiermit sagen? Ich will hiermit sagen, Brüder, lasst euch nicht kleinkriegen. Guck mal, wie motiviert diese Leute sind. Unser Herz muss heute, wenn wir rausgehen, für diesen Islam schlagen. Wie können wir gegen diese Propagandamaschinerie ankämpfen? Fernseh, Zeitung und so weiter. Und ich weiß, das kommt als nächstes. Als nächstes wird erzählt, guck mal, als nächstes wird erzählt, da können wir gar nicht gegen einen ankämpfen. Guck mal, die ganzen Medien stecken alle unter einer Decke und so weiter. Ich sag dir eins, nachdem wir die Kundgebung gemacht haben, 100% sind die Medien vorsichtiger geworden. Warum? Weil die stehen doch als Lügner da. Versteht ihr? Die stehen doch als Lügner da. Die wollen irgendwas über dich erzählen und die Leute haben alle was anderes gehört. Die verlieren ihr Gesicht. Natürlich, die haben noch Kraft. Aber Achi, genau dasselbe hat Dings damals auch gesagt. Lenin. Der Zar hatte auch die Medien in der Hand. Aber die haben weitergemacht mit seinem Kumpanen sozusagen Trotzki. Die haben weitergemacht. Weil wir können die Leute greifen, wir können die Leute. Ich gebe euch ein Beispiel. Bürgerbewegung Pax Europa. Das ist auch so eine islamfeindliche Truppe. Die waren in München gewesen, haben dort einen Anti-Islam-Stand gemacht, wo sie alle möglichen Lügen über den Islam erzählen und Dinge verdrehen. Und dann schreiben sie auf der Internetseite und 100 Meter weiter war ein EZB-Stand gewesen. Versteht ihr die Leute? Also von uns, Einladung zum Paradies. Ich habe mich so gefreut, ich wusste ja gar nicht, dass der Stand dort war. Ich wusste ja vorhin, die kommen an den Islamhassern vorbei, dann kommen sie 100 Meter, kriegen von denen irgendwas zugetextet, dann kommen sie 100 Meter weiter an den Muslimen vorbei und die Muslime erzählen ihnen was anderes. Guck mal, das ist der Punkt. Achi, wenn du dich nicht verteidigst, und das ist, was viele Muslime denken, wenn du was sagst, dann wirst du beobachtet. Und wir wollen nicht beobachtet werden, wir wollen in Ruhe leben. Ruhe leben. Ach, überleg dir mal. Stell dir mal vor dir steht eine Frau und ein Mann und die Frau beschimpft den Mann und sagt, du hast mich vergewaltigt und du hast mich geschlagen und du hast mich geknebelt und gefesselt und du hast deine Zigaretten an mir ausgedrückt und so weiter, du hast mich als Aschenbecher benutzt und so weiter. Und der Mann steht so, du. Immer gute Miene zum bösen Spiel machen. Was würdest du glauben? Du würdest glauben, die Frau hat recht, oder? Oder? Wenn dem Mann Vorwürfe gemacht werden und der verteidigt sich nicht, dem wird gesagt, du bist so, würdest du denken, die hat recht, die Frau. Weil ansonsten wird er sagen, was erzählt sie für einen Schwachsinn? Genauso ist es heute mit dem Islam. Überall wird erzählt, dieses, jenes und so weiter und so fort. Was machen die? Was machen wir? Nicht auffallen. Immer Sabar, Sabar haben. Sabar. Hat nichts mit Sabar zu tun. Ach, Sabar ist was anderes. Das hat was mit Vollnarkose zu tun. Vollnarkose. Ach, es kann doch nicht sein, dass dein Prophet beleidigt wird, dass deine Religion beleidigt wird und du stehst dort. Sabar. Ach, da musst du aufstehen. Aber wir haben es ja versucht, die Muslime zum Aufstehen zu bringen. Da kam aber, nein, mach das nicht. Immer Ruhe bewahren. Ach, normalerweise, jedes Mal, wenn irgendein Schwachsinn erzählt wird bei so einer Fernsehsendung, wie letztens, RTL, Bad Godesberg, Bonn Bad Godesberg, No-Go-Area. Hat das einer gesehen von euch? Ey, das ist sowas von harmlos. Supanal, die waren noch nicht in Köln gewesen, ey. Also Bad Godesberg, auf jeden Fall No-Go-Area. Wenn sie nachts hier lang gehen, dann haben sie keine Chance zu entkommen. So sind die da am Reden. Dann kommt dann, zeigen sie irgendeinen Muslim, so einen Intensivstraftäter, sogenannter Muslim, was weiß ich, Raub, Einbruch, dies, das. Und guck mal, was das für linke Leute sind.
Und dann erzählt er